Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Erik und ich mache mal wieder ein Minecraft-Tutorial. Und zwar gibt es heute einen Villager-Breeder, der ziemlich cool aussieht und ziemlich einfach zu bauen ist. Der Breeder an sich ist 6x6 Blöcke groß und funktioniert mit 4 Villagern und das ist ziemlich gut. Ihr müsst eigentlich nichts mehr tun, außer eben in der Nähe sein, nachdem ihr ihn gebaut habt. Und dann werden hier automatisch Villager gebreedet. Und zwar funktioniert das so, dass die Villager quasi selber die Karotten hier ernten und sich zuschmeißen und dadurch kommen dann eben die Baby-Villager zustande. Und wie ihr hier durch die Scheibe sehen könnt, fallen die dann hier ins Wasser und werden dann durch die Nase rausgeschmissen. Das finde ich cool an dem Design. Also man hat hier quasi einen großen Villager-Kopf, in dem man, wenn ihr möchtet, natürlich auch reingucken kann. Ihr könntet das natürlich aber auch zubauen, was ich persönlich auch cooler finden würde, aber ne, fürs Tutorial habe ich jetzt Glas gebaut. Und ja, dann fallen die Baby-Villager eben aus der Nase raus, ganz lustig, und dann könnt ihr sie halt von da aus eben dahin bringen, wo ihr sie hinhaben möchtet. Also ihr könnt sie jetzt irgendwie mit einer Wasserverbindung, zum Beispiel damit Minecarts, zu eurer Trading-Hall bringen oder ähnliches. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mit dem Tutorial an. Und zwar fangen wir erstmal mit dem Hals an. Und zwar geht der 6x6 Blöcke quasi. Und das alles 3 Blöcke hoch. So ungefähr. Das mache ich mal ganz schnell. So. Und das ist nämlich auch die Fläche, wo nachher das Wasser drauf ist, wodurch sie dann zur Nase quasi gespült werden. Und deswegen macht ihr hier auch nochmal einen Boden rein. So, zack. Und dann machen wir mal kurz das Gesicht noch. Die anderen Seiten sind ja relativ einfach. Das ist ja einfach nur der Clay. Nee, Terrakotta ist das. So. Und das Gesicht ist quasi ein Block breiter, also insgesamt 8 lang. Und die erste Ebene ist quasi nur Terrakotta. Danach ist in der Mitte nochmal 4-mal schwarzer Terrakotta. Danach kommt dann wieder normaler Terrakotta und dann kommen schon die Augen. So sind die auf Höhe von dem Mund ungefähr. Und zwar so, dass die Pupillen quasi oder das Grüne quasi in die Mitte geht. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe nehmen, wenn ihr möchtet. So, und da über direkt kommt dann die Augenbraue, die Monobraue für viel mehr. So, und dann was ihr noch machen müsst, ist eben die Nase und die macht ihr hier vor. So, zack. Und dadurch entsteht dann eben auch der Effekt, weil ihr könnt das jetzt hier wegbauen, weil die Nase ja im Weg ist. Das sieht jetzt von vorne nicht doof aus, von hinten natürlich ein bisschen. Aber von vorne sieht es halt normal aus. Und so könnt ihr es dann machen, dass die Villager eben hier in die Mitte getrieben werden. Das kann ich auch nochmal schnell machen. Wir machen hier nochmal kurz eine Umrandung rum. So, zack. Und dann machen wir nämlich in die beiden Ecken jeweils einen Wassereimer. Und dann fließt das Wasser nämlich perfekt da in die Mitte. Und wenn er jetzt, egal wo er landet, wird er hierhin getrieben. Und dann könnt ihr mit dem machen, was ihr wollt. So. Das Ganze macht ihr jetzt nochmal 4 Blöcke höher und dann eben einmal drum, aber das werde ich euch jetzt mal ersparen. Das mache ich jetzt einfach nur mal kurz off-camera. So, der Kopf ist jetzt fertig und jetzt zeige ich euch, wie man den eigentlichen Breeder baut. Das ist ziemlich einfach und zwar baut ihr einfach eine Dirt-Schicht, wo drüber noch 3 Blöcke Platz sind. Also bei mir wäre das jetzt hier. Dann macht ihr einmal alles voll mit Dirt. Das muss kein Gras sein, das kann auch, wie gesagt, normaler Dirt sein, das ist total egal. So. In die Ecken tun wir einen Komposter. Das sorgt dafür, dass die Villager, die hier sind, dann denken, dass sie Farmer-Villager quasi sind. Und das bedeutet, dass sie dann automatisch eben die Karotten farmen und sich zuschmeißen können. So können sie sich nämlich dann später auch paaren, weil darauf kommt es nämlich an. Darüber machen wir nochmal Seelaternen, damit es hier Licht gibt. Und darunter nochmal Glas, damit auch niemand oder damit keins von den Villagern, von den Villager-Kindern eben da reinfällt, weil man kann sich da ja so reinstellen. Das wollen wir nicht. So, dazwischen machen wir dann Betten, damit die Villager denken, dass sie hier auch ihren Platz im Dorf haben. Und dann fangen wir mit dem Mechanismus an, wie die Villager quasi runterfallen. Und zwar bauen wir dafür erstmal 2 Löcher, hier und hier, die jeweils 2 Blöcke breit sind. Und machen da Trapdoors drüber. Weil jetzt sieht es für die Villager so aus, dass sie da einfach rüberlaufen können, weil sie eben eine Trapdoor ist. Und jetzt können sie das auch noch, aber wenn wir die umklappen, denken sie immer noch, sie können rüberlaufen. Allerdings ist ja jetzt hier ein Loch und da würden sie dann runterfallen. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass es halt nur Baby-Villager sind, die da runterfallen. Und dass die originalen 4 quasi immer hier bleiben und sich weiter vermehren. Und zwar benutzen wir dafür einfach Glas und machen das da über. Jetzt würden die normalen Villager da zwar immer noch rüberlaufen wollen, geht aber nicht, weil da ein Block im Weg ist. Die kleinen Villager sind ja allerdings nur einen Block hoch und deswegen versuchen sie es immer noch und fallen dann eben darunter. Und das ist so Sinn der ganzen Apparatur hier quasi. Das nächste, was wir machen, ist, wir machen hier eine Wasserquelle hin und zwar hier hin. Dafür müssen wir da unter nochmal einen Block setzen, so. Und da muss ich den hier nochmal wegmachen, leider, hoppala. So. Ach, hier war das gar nicht, das war hier, ne? Ja, wunderbar. So, und hier machen wir dann Wasser hin, das sorgt dafür, dass wir jetzt auch was anbauen können. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal einen Halbstein und machen den da drüber. So. Und dann machen wir alles, was hier noch geht, zu Ackerland. Und pflanzen da dann Karotten an. So. Ein Problem gibt es hierbei leider trotzdem noch. Und zwar versuchen manchmal die Villager auf die Betten raufzuspringen. Und dann stehen sie hier vor und springen. Und normalerweise schaffen sie es dann auch da hoch. Aber manchmal sind sie irgendwie nicht schlau genug dafür, um da tatsächlich hochzukommen. Und dann hüpfen sie hier auf der Stelle. Und dann wird das leider zu diesem Land. Allerdings ist das dann zumindest bei diesen hier nicht mehr so und insgesamt ist das auch relativ selten. Ich habe zum Beispiel von unserem Server schon viele, viele Stunden einen laufen lassen und da sind dann irgendwie 3 oder 4 Blöcke weggegangen. Und ja, wie gesagt, das sind aber nicht alle Blöcke, die davon betroffen sind, sondern nur die bei den Betten quasi. Das bedeutet, selbst wenn die das hier alles unbrauchbar machen, dann funktioniert das trotzdem noch relativ gut. So,
Damit hätten wir soweit eigentlich alles. Was ich jetzt nochmal gerne mache, ist, dass ich hier unten Licht mache. Ganz einfach, weil das dann hier einfach ein bisschen schöner heller ist. Und ich mache hier noch ein paar Betten hin, damit es hier noch ein bisschen Notfallbetten quasi gibt. Weil die Villager müssen nämlich immer genug Betten quasi überhaben, damit sie Nachwuchs kriegen. Das hatte ich am Anfang als Fehler, dass halt einfach nicht genug Betten da waren. Und dann dachten sie, sie haben keinen Platz quasi mehr, kein Haus frei, damit hier noch mehr Villager hin können. Ja, was man auch machen kann, ist die hier oben drauf stellen. Das finde ich aber ein bisschen komisch irgendwie, aber wie gesagt, kann man auch machen. Und was ihr jetzt noch braucht, sind eben Villager. So, fangt ihr da dann am besten irgendwie Villager aus Dörfern ein oder benutzt ja diese Villager-Zombies und bekehrt die. Und dann müsst ihr warten, bis hier 4 Villager drin sind am besten. Und die müssen jetzt mit der Zeit zu den Bauern eben werden. Ja, hier seht ihr schon, die werden jetzt Bauern, weil hier eben so ein Kompost darum steht. Und das bedeutet, dass sie jetzt halt anfangen, wenn Karotten ausgewachsen sind, die zu ernten und sich dann gegenseitig zuzuschmeißen. Und wenn sie sich gegenseitig welche zuschmeißen, sorgt das dafür, dass eben Baby-Villager entstehen. Ich kann das Ganze hier mal beschleunigen, indem ich einfach denen ein paar Stacks hinschmeiß. Wie gesagt, sonst würde man jetzt warten, bis die eben gewachsen sind. Und dann würden die auch automatisch die Sachen eben ernten, weil sie ja solche sind, solche Bauern. Und jetzt seht ihr schon das Herz entstehen. Und jetzt müsste gleich hier irgendwann ein Baby kommen. Ich schub sie mal ein bisschen hier zusammen. Mach mal Liebe hier bitte. So. Und da seht ihr schon, die schmeißen sich gegenseitig jetzt Karotten zu. Deswegen, oh, da ist auch einer gespawnt, wunderbar. Und deswegen benutzt man übrigens auch keine Kartoffeln. Man könnte theoretisch Kartoffeln benutzen. Allerdings ist es bei Kartoffeln ja immer so, dass es halt auch diese vergifteten Kartoffeln sein können oder diese ungenießbaren oder was das ist. Und das würde dann halt einen Inventarplatz von den Villagern wegnehmen und das ist halt unnötig. Und deswegen bei Karotten kann das halt nicht passieren. Und jetzt haben wir, wie gesagt, hier einen Baby-Villager, der hier rumläuft. Und irgendwann wird er dann versuchen, hier rüber zu laufen, fällt dann allerdings runter. Und dann kommt die Nase wieder zum Einsatz. Denn die Villager fallen dann hier ins Wasser, so wie der hier, und werden dann hier aus der Nase rausgeschmissen quasi. Und von hier aus könnt ihr dir jetzt halt überlegen, was ihr mit denen machen wollt. Also, da zum Beispiel fange ich die einfach ein. Ist allerdings ein bisschen unnötig, weil, na, ihr würdet die ja wahrscheinlich dann jetzt irgendwie zu einer Trading Station bringen oder zu einer Trading Hall. Das könnt ihr dann einfach mit einer Wasserleitung quasi machen oder mit einer Minecart-Verbindung. Ja, aber ansonsten ist das soweit gewesen und ich muss jetzt schon wieder Weather Clear machen. Das musste ich einfach schon 4-mal in dieser Aufnahme machen, das ist Wahnsinn. Ja, aber das war soweit von dem Breeder. Der ist relativ einfach und simpel und sehr gut im Survival nachzubauen. Und ich finde das Design auch relativ ansehnlich. Insgesamt gefällt es mir allerdings besser, wenn man es zubaut, glaube ich, als das mit dem Glas hier. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt mal ein Hashtag Villager in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ja, ciao, ciao.